Es ist Montag, Zeit für den Sportclub. Herzlich willkommen bei der wöchentlichen Sportsendung auf K19. Heute dreht sich alles um Tennis und bei mir zu Gast ist Philipp Oswald, Tennisprofi, Doppelspezialist und frisch zurückgekehrt aus Paris. Philipp, wie war die Woche in Paris? Du bist doch noch ins Starterfeld gerutscht. Ja, es war sehr spontan, weil wir eigentlich auf der Nennliste deutlich draußen waren. Dann sind wir waren gerade auf der Heimreise von Kasachstan, sind wir nach Dornbirn gereist, ziemlich über Umwege. Und dann war ich 2 Stunden ungefähr daheim und dann sind schon die ersten Nachrichten eingetrudelt von anderen Doppelspielern, geht ihr nach Paris, oder gerade auch von Spielern, die wo hinter uns sind im Ranking, die wollten wissen, ob wir nach Paris gehen. Und ja, und dann mit meinem Partner Kontakt aufgenommen, am nächsten Tag gleich nach Paris und sind dann auch direkt ins Feld gerutscht und mussten dann am Montag schon ran. Da muss man sehr spontan sein als Doppelspieler in dem Fall. Ja, flexibel, das gehört dazu natürlich, und uns war auch die Chance bewusst. Also wir sind natürlich nach Paris gefahren mit dem Risiko, dass wir auch nicht reinkommen. Sind dann auch für einen Corona-Fall reingekommen. Das ist auch noch speziell, weil wir dadurch kein Preisgeld bekommen haben in der ersten Runde. Das mussten wir uns erst verdienen. Aber hat dann doch funktioniert. Ja, du sprichst es an, ihr seid in die zweite Runde gekommen, dort auch gegen Jürgen Melzer, Endstation unter anderem. Wie bist du zufrieden mit dem Auftritt in Paris? Ja, also ich bin schon zufrieden, weil wir haben die erste Runde gegen Sascha Zverev und den Kevin Krawietz gewonnen. Das war eine schwierige Partie für uns. Dann in der zweiten Runde gegen Jürgen. Ich habe es gegen Jürgen schon öfter gespielt auf der ATP-Tour und hatte meistens das bessere Ende für mich. Aber er ist momentan wirklich sehr gut in Form. Er spielt ja auch ums Masters und es war auch ein bisschen eine blöde Situation, weil ich gewusst habe, es ist sein letztes Jahr. Er spielt ums Masters und ich könnte ihm jetzt da das sozusagen versauen. Aber er hat zum Glück richtig gut gespielt. Wir haben auch nicht schlecht gespielt, aber sie waren an dem Tag sicher die Besseren. Das ist sehr sportlich. Das wird eben vermutlich euer letztes Aufeinandertreffen gewesen sein. Voraussichtlich habt ihr danach noch kurz miteinander gesprochen? Ja, wir haben schon noch gesprochen, vor allem auch wegen Australien, weil Jürgen sitzt im Spielerrat, der hat da alle Informationen schon, also bevor sie ich zugespielt bekomme. Also von dem her habe ich ihn halt gefragt, ob es schon Neuigkeiten gibt, und er hat mir dann ein paar Sachen erzählt, aber es schwebt noch alles ein bisschen im Ungewissen. Also die neue Saison ist noch nicht so klar. Du sprichst es an, oder gehen wir eigentlich auf die bisherige Saison, auf die 2020 noch ein bisschen. Die wurde ja in 2 Teile geteilt durch Corona. Ihr seid in die Saison mit deinem Partner Marcus Daniell, seid ihr in die Saison sehr, sehr gut gestartet mit dem Finale in Auckland. Und dann folgten aber 4 Erstrunden-Niederlagen, unter anderem in Australian Open. Kam der Lockdown dann fast ein bisschen passend, sportlich gesehen? Na, kam eigentlich ziemlich schlecht, muss ich sagen, weil wir hatten eine gute erste Woche in Auckland, aber ich habe mir da im Halbfinale hatte ich schon Probleme. Ich habe zuerst geglaubt mit der Hüfte, aber es war dann ein Bauchmuskelriss. Habe dann aufs Finale schon mit ein bisschen Schmerzen gespielt, aber konnte das wegblenden. Dann kam Australian Open, da war es sehr, sehr windig in der ersten Runde und da konnte ich dann kaum servieren. Also da hatte ich wirklich Schmerzen, habe mich auch direkt nach dem Match anschauen lassen, weil die haben da ein wirklich gutes Medizinzentrum in Melbourne, und die haben dann festgestellt, dass ich einen Bauchmuskelriss habe. Das hieß dann 3 Wochen Pause mindestens, also 3 bis 8 Wochen, es waren dann zum Glück nur 3 Wochen. Habe dann ein Turnier ausgelassen, bin nach New York geflogen, hatte das Gefühl, ich bin wieder fit, und ich war auch fit, und dann ist mein Partner hergehumpelt, hat sich beim Surfen verletzt. Das war ein bisschen ärgerlich, weil wir eigentlich ganz gut schon in die Saison gestartet waren, und dann kam meine Verletzung, seine Verletzung, dann waren mal die ersten 2 Turniere, dann New York und Delray Beach waren auch ein Opfer der Verletzungen, würde ich sagen, also das war nicht gut. Und dann kamen wir langsam wieder in die Spur, Acapulco haben wir dann schon ganz gut gespielt, haben dann mit Matchball gegen Dimitrov und Fritz verloren, und ich glaube, danach wären wir wieder richtig durchgestartet, aber dann kam der Lockdown und es kam halt alles anders. Ja, und eine lange Pause, allerdings danach habt ihr ein Turnier gewonnen, in Sardinien auch unter anderem. Bei den Grand Slams ist es vielleicht noch nicht so perfekt gelaufen, mit einer zweiten Runde bei den US Open als höchstes der Gefühle. Wie ist so das Fazit für dich aus dieser Saison? Wie gehst du aus diesem Jahr hinaus? Ja, eine schwierige Saison auf alle Fälle, gerade mit dem angesprochenen Saisonstart, dann mit dem Lockdown. Dann haben wir das Ruder aber ganz gut rumgerissen nach dem French Open. Ich würde sagen, US Open war auch noch okay, da haben wir gegen Marach Klasen gewonnen, die waren gesetzt, haben dann aber gegen ein Doppel verloren, wo wir uns als Favoriten gesehen haben. Da hatten wir das Gefühl, wir haben eine große Chance ausgelassen. Dann kam Roland Garros, 2 Wochen danach gleich, also nach Grand Slam New York, das Grand Slam in Roland Garros, das war wirklich komisch, waren auch komische Bedingungen, weil es kalt war, feucht. Also ganz anders wie sonst in Paris, wo es normal schnell ist und einen hohen Absprung durch die Hitze. Und hatten auch keine wirklich gute Auslosung in Paris, weil wir haben gegen Pavic Soares gespielt, die erste Runde, die haben gerade New York gewonnen. Da habe ich mir zuerst gedacht, da könnte schon was gehen, weil die sind auf Sand jetzt normal auch nicht die Helden, aber die hatten so viel Selbstvertrauen, da waren wir also wirklich chancenlos. Die haben dann ja auch Finale gespielt in Paris. Aber wir sind dran geblieben, auch was sicher gut war, war, dass Markus durch diesen ganzen Lockdown im Prinzip in Vorarlberg auch eingesperrt war mit mir, weil er wusste nicht wohin. Er hat dann mit mir trainiert in Dornbirn, hat sich ein Apartment gemietet und das hat schon Früchte getragen, weil in Sardinien haben wir dann wirklich gut gespielt, haben auch 2 Top-Teams geschlagen, da mit Piers Wieners und mit der Nummer 1 der Welt, Kavalfahrer. Und den Schwung haben wir jetzt eigentlich ganz gut mitgenommen. Also mit den positiven Fazit. Ja, so. Also die Saison haben wir jetzt, würde ich sagen, positiv beendet. Du hast es angesprochen, ein großes Thema der Saison war natürlich Corona, das hat alle Turniere beeinflusst. Ihr habt auch ohne Zuschauer gespielt und in einer Blase zeitweise auch gelebt. Wie war dieses Leben in der Bubble, gerade speziell zum Beispiel bei den US Open? Es war schon speziell, also es hat sich ein bisschen wie ein Jugendturnier angefühlt, weil man hatte auf einmal, es waren viel weniger Leute, normalerweise sind es, gerade auch bei den Grand Slams, hat jeder seine 2, 3 Gäste dabei und Betreuer und da war es einfach limitiert, da hatte jeder vielleicht maximal einen Coach dabei und da waren einfach viel, viel weniger Leute, man hatte sehr viel Platz. Es gab Aktivitäten an der Anlage, die Spieler haben Basketball gespielt, haben Karten gespielt, es hat sich wirklich wie ein Jugendturnier angefühlt. Die Testerei war natürlich mühsam, aber auch gut, weil man will ja auch, dass es sicher ist. Dass die Zuschauer fehlen, ist natürlich schon schade, weil auch wenn man im Match ist, es ist einfach nicht das gleiche Feeling. Man hat das Gefühl, wenn Zuschauer da sind, die können einen noch übers Limit ein bisschen pushen und das hat man schon gemerkt, gerade auch bei den großen Matches, also bei Team Zverev im Finale in New York zum Beispiel, oder das spürt man schon als Tennisfan, dass das natürlich abgeht, aber die Blase an sich, das hat mir jetzt nicht so schlecht gefallen. Du hast es angesprochen, eben als Spieler in der Freizeit, man kann ja nicht in die Stadt fahren, man spielt Karten, spielt Basketball, lernt man sich da auch anders kennen? Ja, man sitzt natürlich dann am Abend mit seinen Buddies dort, also sie hatten meistens Gemeinschaftsräume oder halt so Essensräume, wo dann die Spieler sich also Lieferservice bestellt haben und dann gemeinsam irgendwie gegessen haben. Aber ich würde sagen, die Bubble an sich war nicht schlecht von dem her, dass man mehr Kontakt hatte zu den Spielern wie sonst. Mhm. Und ein anderes Thema, du hast angesprochen, keine Zuschauer. Ihr seid jetzt im Doppel auch nicht immer verwöhnt, vor großer Kulisse zu spielen. Aber es gab schon ein paar Spiele so in der Vergangenheit, wo du große Kulissen erlebt hast. Was war vielleicht so das Beste von der Stimmung her? War das in Kitzbühel in 2019? Ja, ich würde schon sagen Kitzbühel, weil der war bummvoll, der Center Court, weil sie alle für mich gewartet haben. Nee, natürlich den Dominik Thiem, der im Anschluss das Finale hatte. Das war schon sehr cool, weil da waren einfach, ich weiß nicht, was da reingehen, 6.000 oder so. 5.500. Ja, und natürlich Österreicher und da war das Publikum auch auf unserer Seite, das hat schon Spaß gemacht. Auch Davis Cup natürlich ist immer, wenn man daheim spielt, da sind auch immer ganz gut Zuschauer und da ist die Stimmung immer top. Pusht dich das oder bringt es auch einmal hin und wieder mal durcheinander, vielleicht, wenn es auch nicht so gut läuft? Nein, ich würde eher sagen, es pusht mich. Also ich habe es auch schon öfter erlebt, am Anfang, man ist natürlich nervös, wenn viele Leute sind und man denkt sich, oh, so viele Zuschauer, ich hoffe, ich blamiere mich nicht, aber ich glaube, aus dem Alter bin ich jetzt schon heraus und für mich ist eher, also ich finde es eher toll, wenn viele Zuschauer sind, auch wenn sie gegen uns sind. Wir hatten in Moskau beim Davis Cup, haben Jürgen und ich damals gegen Rublev und Khachanov gespielt, da waren auch 3.000, 4.000 Zuschauer und die waren natürlich alle gegen uns und das war aber auch cool. Mhm. Also das motivierend, sowohl ob sie für einen oder gegen einen waren. Okay, du hast ein bisschen das Alter jetzt schon angesprochen, du bist schon lange dabei. Blicken wir vielleicht ein bisschen zurück. Du, vor 17 Jahren, 2003, bist du zum ersten Mal Landesmeister in der allgemeinen Klasse geworden. Ich glaube, als 17-Jähriger damals. Ja, 2003 war ich 17. Wusstest du damals schon, dass du Tennisprofi werden wirst und, oder willst auch? Ja, es war schon ein Traum von mir. Also ich hatte auch, ich sage mal, ich hatte das Glück, dass ich mit Martin Fischer einen Kompagnon hatte, der wirklich super professionell war und fokussiert, und ich war da so ein bisschen der Mitläufer, und wir waren beste Freunde, haben damals schon zusammen trainiert, sind auf Jugendturniere gefahren und haben dann auch, ich glaube 2004 war das dann, den Europameister im Doppel geholt, U18, und dann war irgendwie unsere Karriere mit dem HSZ nach Wien und dann im Verband, und da war irgendwie klar, dass unsere Richtung Profi geht, also unsere berufliche Richtung. Ein paar Jahre später warst du dann auf der ATP-Tour. Wie ist es so als Junger, vielleicht gerade im Vergleich wie jetzt? Jetzt bist du lange dabei, jetzt wird dich jeder kennen, du kennst so jeden auf der Tour. Wie war das, neu dabei zu sein? Es war, am Anfang war ich ein bisschen naiv. Also ich habe in der Jugend war ich relativ schnell in den Grand Slams dann drin im Hauptbewerb. Also war dann auch um die 50 oder so in der Welt und habe dann geglaubt, ja, im Jahr drauf bin ich dann 50 bei den Herren, aber ich war dann, ich würde sagen, 2 Jahre später 800 bei den Herren, also es ging dann relativ langsam. Es ist auch, man spielt auch gegen ein ganz größeres Spektrum natürlich, das sind ja nicht nur die Gleichaltrigen, da spielt man gegen erwachsene, gestandene Profis, und der Weg war schon hart. Das hat auch ein bisschen am Selbstbewusstsein genagt, würde ich sagen. Habe dann auch immer danach, wenn ich habe mich zwar immer verbessert, aber immer kleine Schritte, und habe dann zuerst bei den Futures und Challengern habe ich mich würde ich sagen, ein bisschen unwohl gefühlt, aber dann mit den reingearbeitet, ein paar Matches gewonnen, und dann habe ich mich auch da zu Hause gefühlt. Hatte dann aber das Gefühl beim Einzel, immer wenn ich zu den Grand Slams gekommen bin und dann die Federers und Nadals gesehen habe, da hatte ich das Gefühl, ich bin eigentlich ein Tennisfan, also ich gehöre da nicht wirklich dazu. Das ist dann erst mit dem Doppel gekommen, als ich dann regelmäßig in den Hauptbewerbs war. Da hatte ich dann das Gefühl, ich gehöre zu der Tour dazu. Ja, wir können uns einen kurzen Einspieler anschauen. Ist schon 8 Jahre her, in Kitzbühel 2012 hast du Folgendes gesagt. Du hast dennoch formuliert, dass für dich das Doppel eine Überlegung ist, künftig sich darauf zu konzentrieren. Wie konkret ist denn diese Überlegung schon? Ja, ich habe mir mit meinen Trainern Ziele gesteckt und im Sommer war jetzt eine Phase drin, was jetzt nicht so erfolgreich gelaufen ist, gerade habe ich ziemlich viele Liga-Matches gehabt und habe da ein paar schlechte Turniere geplant, muss ich sagen, war mein Fehler, und habe mir jetzt schon überlegt, weil ich im Herbst ziemlich viele Punkte zum Verteidigen, falls ich im Ranking abstürzen sollte, dass es dann vielleicht mehr auf Doppel auslegt, die kommende Saison. Und da bin ich jetzt mal relativ offen, würde ich sagen. Mit wem würde? Ja, das war Philipp Oswald 2012 in Kitzbühel. Philipp, es ist kaum ein Unterschied zu erkennen. Ja, ein paar graue Haare weniger. Du hast damals angesprochen, dass du eventuell mehr Richtung Doppel gehen wirst. War das so diese Zeit, als die Entscheidung gefallen ist, in Zukunft voll auf Doppel zu setzen? Ja, da war es schon im Hinterkopf, und es ist ja wirklich dann eingetreten, das Jahr drauf. Also wie ich schon angesprochen habe in dem Interview, dass ich im Überlegen bin. Ich habe damals auch mit Julian Knowle und Alex Peya hatte ich viel Kontakt und habe die Jungs gefragt, wie war das bei euch? Wann hattet ihr das Gefühl, ihr habt das Limit erreicht im Einzel, oder? Und beide haben zu mir gesagt, sie haben so ein bisschen den Absprung vom Einzel ins Doppel verschlafen, und sie haben beide gesagt, dass sie was liegen lassen haben, weil sie glauben, dass sie mehr Grand Slams gewonnen hätten im Doppel und früher da oben gewesen wären, und sie haben auch beide gemeint, ich hätte gute Anlagen fürs Doppel, und die haben mich da schon auch motiviert. Ich glaube auch, dass ich viel... Oder ich könnte mir vorstellen, dass ich im Einzel noch höher gekommen wäre, wie ich war. Aber ich hätte schon ein Limit gehabt. Also ich glaube, die Top 100 wären da nicht drinnen gewesen. Also so ehrlich muss ich sein, und ich bereue auch den Schritt überhaupt nicht. Okay, das wäre gerade meine nächste Frage gewesen, ob das irgendwann wieder mal ein Thema gewesen wäre, den Schritt zurückzumachen. Oder ist es dann kaum mehr möglich dann? Es war dann eh witzig, weil ich hatte dann 2013, als ich mich dann entschieden habe, ich spiele Doppel, habe ich in der Liga... Wobei man das auch nicht so vergleichen darf, weil Liga ist oft ein bisschen entspannter. Da habe ich aber gute Leute geschlagen, den Granolas, der war erste 30, und da habe ich mir gedacht, noch nie so einen guten geschlagen auf dem Turnier. Also ich war dann auch ein bisschen lockerer natürlich, weil der Druck weg war, und ja. Aber ich bereue es nicht, dass ich aufs Doppel gewechselt habe. Du hast in diesem Jahr auch wieder ein bisschen Einzel gespielt auf der Pro Series, oder? In der österreichischen. Wie war das Gefühl, oder ist das wie in der Liga? Prinzip. Ja, es war gut für mich, weil ich hatte eine Challenge in der Corona-Zeit, weil im März kam der Lockdown, dann waren mal, ich glaube, 8 Wochen, wo ich gar nicht gespielt habe. Dann durfte ich, glaube ich, Ende April wieder locker anfangen. Habe dann mit der Tamira gespielt, dann mit dem Linus Erhardt. Wir waren die einzigen drei, die spielen durften im Vorarlberg. Und dann habe ich gewusst, um die Zeit ist auch schon dieses Turnier veröffentlicht worden und ich hatte schon die Einladung und habe ich gedacht, ja, besser als nichts und es tut mir wahrscheinlich gut, auch für mein Doppel, dass ich mich wieder ein bisschen bewegen muss und viele Grundschläge. Und dann habe ich ganz gut trainiert und habe mich gequält 4 Wochen. Habe dann auch, ich würde sagen, okay gespielt, aber ich habe dann auch gemerkt, körperlich, also immer, weil da waren dann viele Matches dabei. Ich hatte dann, glaube ich, in kurzer Zeit, glaube ich, 7 Matches oder 8 und hätte 9 haben sollen. Also es war dann echt viel und ich habe dann gemerkt, da waren Tage dabei, wo ich echt müde war. Und dann habe ich gedacht, oh, bleib lieber beim Doppel. Ja, im Doppel, da habe ich gerade eine Frage für dich. Weißt du, mit wie vielen Doppelpartnern du auf ATP-Ebene gespielt hast insgesamt? Was würdest du tippen? Das waren einige, weil da waren auch viele Wochen dabei, wo ich einfach spontan, wo ich gesucht habe, ich hatte keinen fixen Partner. Das wären schon an die 50 gewesen sein. Ja, guter Tipp, ich habe es mir heute angesehen, 49 waren sie insgesamt. Oh. Gibt es da einen Lieblingspartner von diesen 49? Oder ist das immer der aktuelle wahrscheinlich? Nein, nicht zwingend. Der aktuelle ist ganz gut, mit dem verstehe ich mich auch gut. Natürlich war Martin Fischer, den bin ich immer noch sehr, sehr gut befreundet, war super Partner. Von den Internationalen würde ich sagen, der Max Mirnyi, mit dem ich gespielt habe am Schluss von seiner Karriere, das war schon ein super Typ. Also das war ein ehemaliger Champion, Nummer 1 in der Welt, Grand Slams gewonnen, im Doppel, im Einzel war er auch erste 20. Also er hatte eine riesen Karriere, kennt jeder auf der Tennistour. Und das war echt ein cooler Typ. So, das war eine Inspiration für mich, weil er war total am Boden, ehrlich. Und da habe ich auch gemerkt, es braucht nicht, auch um Nummer 1 zu werden, man muss nicht Bäume ausreißen. Also der hat einfach täglich seine Arbeit gemacht und das war schon eine Inspirierung für mich. Und ihr wart auch sehr erfolgreich gemeinsam? Ja, wir haben, ich muss überlegen, 3 Turniere, glaube ich, gewonnen zusammen. Wir hatten leider das Pech, oder ja, wir haben leider nur diese eine Saison zusammen gespielt, weil er dann aufgehört hat. Ich glaube, wenn er noch ein Jahr dran gehängt hätte, wäre vielleicht noch was möglich gewesen, weil wir haben immer wieder gute Teams geschlagen und eben auch 3 Turniere gewonnen, aber uns hat vielleicht die Konstanz gefehlt und was uns halt gefehlt hat, war so dieses große Resultat bei einem Grand Slam oder dass wir mal da in das Ranking reinbrechen, weil wir halt immer so, ich glaube, er war so 35 im Ranking, ich 40. Und da fehlen halt noch ein paar Spots, dass man da die Masters spielen kann. Mhm. Wenn es Lieblingspartner gibt, gibt es vielleicht auch Partner, mit denen man sich gar nicht verstanden hat? Ja, das gab es schon, aber die haben dann halt auch dementsprechend nur eine Woche gehalten. Also. Das sind die Kurzpartnerschaften. Ja. Mhm. Du hast schon angesprochen, aktuell spielst du mit dem Neuseeländer Marcus Daniell. Er ist jetzt in Dornbirn, hast du auch erzählt. Wie ist das zustande gekommen? Ich glaube, auch mit der Familie ist er hier. Er ist mit seiner Frau hier, ja genau. Seine Frau ist Amerikanerin aus Connecticut und die hat jetzt macht gerade den Doktor in Cambridge. Oh. Aber das Problem ist mit Cambridge, wenn sie nach England geht, er darf nicht also sie müssen beide Quarantäne und er darf nicht einreisen, er muss Quarantäne und darf auch nicht trainieren in England oder in Großbritannien. Und darum ist sie jetzt auch nach Dornbirn und sie waren jetzt die letzten Wochen und ich würde sagen, die letzten 2 Monate in Dornbirn und sie hat halt online ihr Studium gemacht und wir sind halt immer auf die Turniere und wieder zurück. Also seine Base war jetzt auch Dornbirn und er versteht sich auch gut mit meinem Trainer und das hat ganz gut funktioniert. Was ist der sportlich für ein Typ? Ergänzt ihr euch das sehr gut? Es geht ja nicht nur um das Verstehen abseits des Platzes, sondern vor allem auch auf dem Platz. Wir verstehen uns sehr gut auf dem Platz, weil er ist ein bisschen ein Streber. Das tut mir auch gut, weil da muss man immer mithalten, wenn es um die Trainingseinheiten geht und um die Details. Er ist auch sehr intelligent, was aber auch eine Schwäche sein kann. Also dieses Overthinking, also dass man sich zu viel Gedanken macht, da muss ich ihn dann immer wieder ein bisschen abfangen und sagen, das müssen wir dümmer machen, also einfacher. Bist du für die einfachen Dinge zuständig? Ja, halt im Sport, vor allem im Tennis, wo so viel reaktiv ist, da muss man Entscheidungen aus dem Bauch oder viel muss da schnell fallen und da kann man nicht lang rumhirnen und da ergänzen wir uns ganz gut. Mittlerweile verstehen wir uns abseits vom Platz auch ganz gut. Ich hatte am Anfang das Gefühl, er ist ein bisschen ein Einzelgänger. Also wir hatten wenig Kontakt. Also wir haben uns wie so eine Business-Partnerschaft zum Match getroffen und zu den Trainings. Und dann am Abend waren wir Was auch nicht schlecht ist, weil ich finde, man muss da auch immer ein bisschen differenzieren, weil wenn man auch zu viel Kontakt hat, dann kann man sich auf die Nerven gehen. Das ist so wie eine Ehe, sozusagen. Man muss nicht beste Freunde sein, so ist um es. Im Doppel man ist im Prinzip, es ist eine Business-Partnerschaft und das muss man auch so sehen. Mhm. Habt ihr die kommende Saison auch gemeinsam geplant? Ja. Also 2021? Ja, genau. Was sind da die Ziele dann für die kommende Saison? Wir möchten mal beim Grand Slam was reißen. Er hatte schon 2 Viertelfinals in seiner Karriere. Ich hatte ein paar dritte Runden, aber in meiner Karriere waren die Grand Slams bisher noch nicht so von Erfolg gekrönt. Und das wäre auch sehr, sehr wichtig, weil da schafft man den Durchbruch. Das hat man jetzt bei anderen Teams gesehen, wie den deutschen Krawietz, Mies. Die haben aus dem Nichts Roland Garros gewonnen und sind jetzt da oben der Weltspitze drin und haben sich gehalten. Also man kann halt nur das Ranking besiegen, indem dass man bei den großen Turnieren was reißt. Auch wenn man konstant die kleinen Turniere gut spielt, das bringt einen nicht nach vorne. Das ist leider im System auch so verankert. Von daher ist es schon ein Ziel, dass wir bei einem Grand Slam gut abschneiden. Also ein Semifinale oder Finale wäre natürlich schon traumhaft oder ein Titel. Dann ist nächstes Jahr auch eine Olympiasaison. Da sind aber auch viele Fragezeichen in Österreich. Ja, da kommen wir nachher noch kurz dazu, zu Olympia. Und aber für uns wäre es natürlich auch sehr wünschenswert, wenn wir das Masters erreichen am Ende vom Jahr, wo die Top 8 Teams sich qualifizieren. Das ist immer sozusagen das i-Tüpfelchen auf dem i, also wo man sagen kann, das war eine erfolgreiche Saison, wenn man da hinkommt. Der Julian Knowle war mal dort, Jürgen Melzer ist vielleicht heuer dort, also es waren schon Österreicher, Peya, Marach waren schon dort. Das wäre schon ein großes Ziel von uns. Mhm. Bevor wir dann weiter in Richtung Olympia blicken wir kurz zurück nochmal. Wir haben noch einen Einspieler vorbereitet aus dem Jahr 2013. Da warst du beim Davis Cup und hast dann Folgendes gesagt. Wie sehr fühlst du dich selbst der Spitze im Doppel und eben Kalibern von einem Oliver Marach und einem Alex Peya näher kommen? Ja, die sind natürlich schon etabliert in dem ganzen ATP-Circuit. Bei mir ist es so, dass ich mich noch reinkämpfen muss. Ich muss immer wieder auf die Challenger zurück, um Punkte zu holen und bekomme nicht so viele Chancen natürlich. Ich habe jetzt US Open gespielt und Wimbledon und sonst jetzt noch kein großes heuer und da ging es ganz gut und ich muss schauen, dass ich mir die Chancen erarbeite und dann die Chancen auch nütze. Ja, 2013 damals, 7 Jahre her, da warst du noch einen Schritt davor, vor dieser ATP-Tour, vor diesem Etablieren, dass du jetzt schon länger bist auf der Tour und eben angesprochen auf Marach Peya, die sind auch jetzt noch aktiv und spielen in den Olympiaplanungen eine Rolle. Wie schaut es da aktuell aus? Der Alex Peya, der ist noch verletzt, der hat jetzt wieder mit dem Training angefangen, der hat ein gutes Ranking, also das eingefrorene Ranking, weil dem seine Verletzung kam zu einem wirklich ungünstigen Zeitpunkt. Das war kurz vor dem Masters, 2018 war das. Musste dann den Ellbogen mittlerweile schon 2-mal operieren. War natürlich sehr extrem bitter für ihn, hat mir auch extrem leid getan. Mit dem bin ich auch gut in Kontakt. Dadurch, dass sich dann 2019 Marach Melzer zusammengetan haben, war es so quasi Bob 1 und wir haben uns immer Bob 2 genannt. Aber das muss man abwarten. Wenn der natürlich fit wird, ist das eine super Option. Dann gibt es noch den Oliver Marach, der auch noch Top 30 steht im Doppel. Dem hat jetzt auch Corona zwar spielerisch jetzt nicht so in die Karten gespielt, weil er hatte einen extremen Lockdown in Panama. Dem seine Resultate waren jetzt nach dem Lockdown, ich würde mal sagen, bescheiden. Oder er selber hat es auch so betitelt. Aber dadurch, dass dass sie das Corona-Ranking adaptiert haben, hat er jetzt auch nicht wirklich Punkte verloren. Also der wird auch um die Top 30 stehen nächstes Jahr, wenn es um Olympia geht. Also das ist sicher auch ein Mitstreiter für Olympia. Dann gibt es mich und der Jürgen Melzer beendet ja seine Karriere nach Australian Open, hat aber so ein Hintertürchen offen gelassen und hat auch in den Interviews schon angesprochen, ja, wenn es mich braucht bei Olympia, wäre ich schon ready. Schauen wir mal, aber das so sein wird. Also dein wahrscheinlichster Partner wäre in dem Fall Alex Peya? Ja, jein. Der muss halt fit werden, weil ich glaube, der muss auch Turniere spielen davor. Ich glaube auch nicht, dass das ÖOC einen nach Tokio schickt, wo sie wissen, der war jetzt 2 Jahre kein Match gespielt. Also der muss schon was zeigen, der muss fit sein. Und es muss auch vom Ranking passen. Dadurch, dass wir jetzt natürlich nicht so viel verlieren und eher nur Boden gut machen können, sollte das Ranking jetzt kein Problem sein, aber muss man abwarten. Jetzt folgt 3 Jahre später dann schon wieder die nächsten Olympischen Spiele in Paris. Du hast auch mal angesprochen, das könnte durchaus auch ein Ziel sein, das geht sich zeitlich aus für dich. Hast du das auch schon ein bisschen im Hinterkopf oder ist das einfach noch weit weg? Ja, es ist schon noch weit weg, aber ich habe schon vor, 2024 noch zu spielen. Also das wäre schon ein schönes Highlight am Ende von der Karriere, wenn man Olympia, gerade auch wenn ich vielleicht nächstes Jahr nicht dabei bin, wer weiß, was passiert, dann wäre das sicher noch ein Lebensziel von mir, bei Olympia dabei zu sein. Und wäre dann natürlich eine ganz andere Situation, weil dann wären wirklich alle in Rente, die Peya, Marachs und Melzers. Also dann wäre es vielleicht der Dominik Thiem. Mhm. Weil der hat schon gesagt, dass er 2024 sicher spielen will, weil das in Paris auf Sand stattfinden wird. Oder ich glaube, Sand weiß ich jetzt noch nicht, aber halt zumindest in Paris. Ja, dass sie auch auf Sand spielen werden. Ja, ja, bevor wir dann über das Leben eines Tennisprofis sprechen, gehen wir in eine ganz kurze Pause. Ja, wir sind wieder zurück im Sportclub. Bei mir ist weiterhin Philipp Oswald, Tennisprofi, Doppelspezialist und, und Turniersieger in diesem Jahr in Sardinien. Blicken wir uns ein bisschen auf das Leben als Tennisprofi. Das ist doch ein besonderes, das können sich viele gar nicht vorstellen, wie das so ist. Was macht man als Tennisprofi das ganze Jahr? Man ist extrem viel unterwegs. Ja, man lebt sehr viel aus dem Koffer, würde ich mal behaupten. Also meine Frau kennt das, wenn ich zu Hause ankomme. Waschen ist immer die erste Priorität. Dann geht es vermutlich schon ein paar Tage später wieder woanders hin. Ja, ich meine, es ist natürlich schön, man ist auch in vielen schönen Städten, man kennt schon die Plätze, weil die Tour, die wiederholt sich ja jedes Jahr, man spielt meistens die gleichen Turniere, also ich spiele vielleicht 2, 3 neue Turniere im Jahr, wo irgendwie dazukommen in den Kalender oder wo gerade neu dazukommen oder wo neu dazu passen, wo ich da vorne gespielt habe, wo in meinen Kalender passen. Aber ja, gerade auch so die Highlights, Wimbledon, Kitzbühel, Stadthalle Wien, da geht man natürlich schon sehr gerne hin und dann gibt es Turniere, da denke ich mir immer, jetzt nach Asien fliegen oder nach Australien gehe ich eigentlich auch ganz gerne immer, weil da hat man schon 1,5 Monate kaltes Wetter in Vorarlberg und dann freut man sich irgendwie auf Down Under. Aber der Trip an sich, also das Reisen werde ich, wenn ich mal aufhöre, sicher nicht vermissen. Du bist jetzt seit einem Jahr Vater. Hat sich dadurch etwas verändert? Wird man wahrscheinlich noch lieber nach Hause kommen? Ja, ich habe es jetzt schon gespürt, gerade auch die letzten Wochen, wo wir ziemlich viel gespielt haben. Da gab es Tage, da hatte ich schon Heimweh, weil es ist ja nicht wie mit meiner Frau, wenn ich da FaceTime und mich austauschen kann oder ein langes Gespräch führen, weil den interessiert das nicht wirklich, wenn er mich im Handy sieht. Der beißt mal kurz ins Handy rein und dann geht es schon wieder weiter. Also, und ich hatte auch das Gefühl, ich habe jetzt so 2, 3 Sachen verpasst. Er hat vor 1,5 Wochen hat er angefangen zu laufen, da war jetzt nicht dabei. Aber ja, ich meine, ich habe in meiner Karriere schon mehrere Geburtstage, Hochzeiten, irgendwelche Termine verpasst. Das bin ich jetzt schon gewohnt irgendwo. Darauf kann ich auch jetzt damit leben, aber ich habe schon gespürt, jetzt, dass mit dem Sohn war jetzt das Heimweh ein bisschen größer als sonst. Allerdings war ich auch ein halbes Jahr daheim, also darf ich mich jetzt nicht beklagen und auch meine Frau nicht. Und so schlimm auch Corona war für alle Beteiligten, vielleicht war das die positivste Seite für mich, dass ich Zeit für meinen Sohn hatte und für meine Familie daheim. Das habe ich auch irgendwo genossen, mal anders, ein anderes Leben, nicht jede Woche woanders hinzureisen, einfach mal daheim zu sein und natürlich auch trainieren irgendwo. Habe auch viel ins Blaue trainiert, weil ich nicht gewusst habe, wann es weitergeht, aber war auch viel in den Bergen, es war wunderschön, also hat mir auch gut gefallen. Also viele andere Dinge konntest du machen, die du sonst nicht kannst. Wir haben noch ein kleines Zitat von dir vorbereitet, wo es ein bisschen um das Leben als Tennisprofi geht. Wir können es jetzt vielleicht kurz einblenden. Da hast du im April gesagt, neben den positiven Effekten wie Entschleunigung, Umweltregenerierung und Antiglobalisierung wird mir in der Zwangspause auch immer klarer, wie privilegiert ich als Tennisspieler bin. Jetzt mal das Privileg dahingestellt, hat man da auch ein schlechtes Gewissen? Du sprichst diese Umwelt, diesen aufwendigen Lebensstil, den ihr führt, auch an. Ja, schon irgendwo. Also gerade auch mein Doppelpartner, der Kiwi, der Neuseeländer, das ist ein extremer, wie nennt man das, Umweltaktivist. Also der ist auch vegan und der spendet auch jedes Jahr an... Also der hat so irgendwie so eine Website, wo er das, was er an CO2 verfliegt, das spendet er wieder retour. Ich war schon, bevor ich jetzt mit ihm zusammengekommen bin, war ich schon umweltbewusst, würde ich sagen. Würde auch immer dem Flugzeug vorziehen, wenn ich jetzt, so wie jetzt in Paris zum Beispiel, sind wir mit dem Zug gefahren oder nach Wien. Aber gut, wenn ich nach Asien fliege oder übersee, da geht halt mit dem Zug nichts. Aber ja, mit privilegiert habe ich auch gemeint, wahrscheinlich, weil ich sehe halt oft auch, ich habe Turniere in Indien gespielt, in Südamerika, da ist man teilweise irgendwo in einem noblen Hotel untergebracht und wenn man dann auf die Straße geht, merkt man dann, und man geht aus dem Stadtteil raus oder so, dann sieht man, da ist schon Armut vorhanden, die man jetzt bei uns jetzt nicht so kennt. Und das öffnet einem dann auch schon irgendwo die Augen. Mhm. Man merkt, du bist da sehr reflektiert in diesen... Ja, in diesen Ansichten. Weißt du schon, was du nach dem Tennis dann machen willst? Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt noch keinen konkreten Plan B. Ich lasse mir das auch noch offen. Also ich habe auch das Gefühl, ich will mich jetzt noch voll und ganz auf meine Karriere konzentrieren. Ich sage auch meiner Frau immer, es hat ein Ablaufdatum. Sie weiß es auch. Mein Ziel ist jetzt noch sicher bis 2024, wenn ich gesund bleibe und auch auf gutem Niveau spiele, möchte ich mich auch noch verbessern natürlich, so lange möchte ich schon noch spielen und dann wird man sehen, in welche Richtung es geht. Ich bin da noch relativ offen. Ich würde natürlich am liebsten irgendwo im Tennissektor bleiben. Ich glaube, ich habe nirgends so viel Know-how, wie wenn es um den gelben Filzball geht. Also ich glaube, in einem Büro, gut Buchhaltung. Ja, als Tennisspieler ist man schon auch sein eigener Manager, weil ich habe jetzt gerade heute zufälligerweise meine Steuererklärung wieder rumgetippt, also auch eher aufwendig wahrscheinlich als Tennis. Ja, schon. Es ist sehr kompliziert, weil man auch das Geld auf der ganzen Welt verdient. Das ist schon kompliziert, komplex. Du sprichst das Geld an. Vor kurzem hast du die 1-Millionen-Dollar-Marke übersprungen. Das klingt natürlich unglaublich attraktiv, aber geht ja vieles für anderes drauf, fürs Reisen, für Trainer etc. Voll, also das ist ein Bruttobetrag. Die Million Dollar, wo ich glaube, es war letztes Jahr, wo ich durchbrochen habe, die habe ich so noch nie gesehen. Da ist schon das meiste Geld bei den Turnieren geblieben, weil ich da in jedem Land dann dementsprechend schon Steuern liegen lasse. Und dann kommen ja meine Kosten dazu. Ich meine, ich kriege meistens das Hotel bezahlt, aber die Reisen, dann Kosten, Trainerkosten. Gut, ich habe mit Hayden einen guten Ausrüster, was jetzt den Schläger betrifft, und mit Mizuno Bekleidungsausrüster und bekomme auch Förderung vom Olympiaförderung. Da will ich mich jetzt auch nicht beklagen, das ist super, aber ich lebe natürlich von den Preisgeldern und die Summe stimmt so natürlich bei weitem nicht, also da wird meine Frau jetzt lachen. Sprechen wir jetzt ein bisschen, oder kommen wir zum Sport zurück. Du hast angesprochen, du bist damals gestartet und hast dich fast ein bisschen als Tennis-Fan gefühlt im Einzel. Du hast den Tennis jetzt über mehr als ein Jahrzehnt gesehen, von außen und von innen. Was hat sich in dieser Zeit im Sport verändert, also im Tennissport? Ich habe das Gefühl, es wird obwohl schon sehr, sehr ausgereizt ist, immer noch professioneller. Gerade auch im Doppel mittlerweile, ich meine, wo ich damals Einzel gespielt habe, da gab es keine, da hatten die Doppelspieler keine Coaches dabei. Mittlerweile haben die Doppelspieler bis unter die 100, also bis auf 150 haben Betreuer dabei. Es war auch früher, ich kann mich erinnern, wo ich in Kitzbühel das erste Mal war und Quali gespielt habe, ich glaube, da war ich 18, 19. Da war es noch cool, wenn man danach ins Londoner, das ist so ein Lokal in Kitzbühel, da hat man dann noch ein paar Tennisprofis getroffen, die Südamerikaner waren am Feiern. Wenn du jetzt hingehst, während Kitzbühel ist tote Hose, das interessiert keinen mehr. Also die Spieler sind schon, es fehlen zwar ein bisschen die Typen, so diese McEnroes, es gibt zwar einen Kyrgios und so ein, zwei Bad Boys, aber es war früher schon anders. Also da würde ich sagen, das ist schon gesitterter geworden. Auch natürlich mit Social Media, man hat auch das Gefühl, gerade auch die Topstars, die können sich gar nichts leisten, weil da wird ja alles gefilmt. Mhm. Ja, diese Topstars hat es in den letzten Jahren gegeben mit den großen Dreien, sage ich jetzt mal mit Federer, Djokovic und Nadal. Wer wird ja dann der erste Nachfolger aus deiner Sicht? Wird es Dominik Thiem sein? Ja, aktuell ist er, glaube ich, den drei am nächsten. Er hat es jetzt auch wieder bewiesen mit dem Grand Slam-Titel. Auch ein Sascha Zverev ist da natürlich volle Form dabei, Tsitsipas, auch Rublev, der gefällt mir momentan sehr gut, auch wieder in Wien gespielt hat, der hat auch schon die Wochen davor gezeigt, dass der in einer richtig guten Form ist, also da wird es dann schon mal eine Wachablöse kommen, weil die Jungs sind, also der Nadal ist ja gleich alt wie ich, der Federer ist 5 Jahre älter und spielt Einzel, also wer hätte gedacht, dass der mit 39 noch auf diesem Niveau auch. Auf diesem Niveau spielt. Ich kann mich erinnern, Jimmy Connors, glaube ich, der hatte so ein, glaube ich, 91 bei den US Open war der 39-Jährige, wo ins Halbfinale gestürmt ist. Das war eine Sensation, weil alle danach sind so mit, ich glaube, ein Pat Raff, der hat so mit Ende 20 die Karriere beendet, ein Pete Sampras mit 31, glaube ich. Dann war der Agassi, der bis 35 gespielt hat, hat jeder schon gedacht, puh, ist der alt. Jetzt bin ich selber 34 und denke mir, puh, ich fühle mich aber nicht so alt. Also es hat sich schon nach hinten auch verlagert, also auch in die Top 100. Früher ist nach dem Boris Becker mit 17 Grand Slam Champion geworden. Ich glaube, jetzt ein Jannik Sinner, der so 17, 18 ist, der ist schon noch weit weg von einem Grand Slam Titel. Der ist richtig gut, der ist der Beste in seinem Alter, der wird jetzt bald die Top 20 brechen und irgendwann mal Top 10 sein. Aber es hat sich schon alles nach hinten verlagert im Tennis. Okay. In vielen Sportarten ist es so eher so, dass es sich nach vorne verlagert, dass die ganz Jungen eigentlich schon sehr stark sind. Also im Tennis glaubst du, dass es mit Anfang 20 schwierig ist, einen Grand Slam zu gewinnen? Es gibt immer diese Ausnahmen. Es hat sich nur der Trend in den letzten Jahren nach hinten verlagert. Also wenn man die Statistik anschaut, die Spieler, die in die Top 100 kommen, Top 50 oder wie auch immer. Ich bin auch gespannt, welche Auswirkungen jetzt diese Corona-Phase haben wird, weil gut, wir spielen auf dem Top-Segment, also die große Tour, die findet statt, aber gerade die kleinen Turniere, da sind so viele, wo gar nicht mehr stattfinden, wo gerade so die jungen Spieler, wo jetzt nachkommen sollten, für die ist es wirklich schwer. Auch die Spieler, wo da auf dem Challenger-Niveau bis Future sind, das ist eine wirklich schwierige Situation und da wird ein Loch entstehen, weil da werden viele Karrieren also wenn Corona zu meiner Zeit, als ich 24, 25, wenn das damals passiert wäre, dann würde ich, glaube ich, jetzt nicht hier sitzen als Tennisspieler. Ja, da kommen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz, bleiben wir noch ganz kurz bei diesen großen drei, ja, die dich ja doch auch irgendwie auch während der ganzen Karriere begleitet haben. Sie waren fast immer aktiv, du sprichst an, Nadal ist dein Jahrgang, Roger Federer ein bisschen älter. Gespielt hast du aber nur gegen Nadal einmal. Ja, also ich habe im Finale in Doha gegen Rafa verloren mit Julian Knowle. Da war ich auch mehr Zuschauer, da war ich 2015? Ja, das war auch beeindruckend. Mit Roger Federer habe ich mal trainiert, da über der Grenze in Kurwalden heißt es, am Vorort vor Lenzerheide. Mit Djokovic habe ich noch nie am Platz gestanden, den kenne ich jetzt nur von einer Umkleide mal so. Aber dieses Spiel gegen Nadal ist dir offensichtlich im Gedächtnis geblieben auch? Ja, das war schon spektakulär irgendwo, da waren auch, kann mich erinnern, sind wir auf den Center Court gelaufen, war auch super besucht, natürlich voller Center Court, auch natürlich wegen Rafa und eigentlich nur wegen Rafa, der hat zwar mit Monaco gespielt, aber es war Rafa und dann sind wir am Platz gelaufen, from Austria, Rafael Oswald, Hank from Spain. Und dann sind die abgegangen und haben gedacht, boah, geil. Aber dann waren ein paar Bälle dabei. Also ich war zuerst, habe ich mir gedacht, das Match hat so angefangen und ich hatte natürlich Respekt, aber dann habe ich mir gedacht, da spielt er gar nicht so schnell und da wirft der Aufschlag, fand ich richtig schlecht eigentlich. Aha. Und er hat dann aber auch am Netz jeden Volley weggespielt. Also er hat ganz gut volliert, für das, dass es jetzt nicht immer so gut aussieht. Aber was wirklich beeindruckend war, ich kann mich erinnern, ich habe einmal einen Aufschlag durch die Mitte gemacht auf seine Seite und dann einen ersten Volley in den Korridor gespielt, also in den Doppelkorridor. Und das sind ungefähr, wo der einen Return geschlagen hat, bis zum zweiten Ball sind ungefähr 10 Meter. Und der hat es echt geschafft, in der Zeit, wo der Return gekommen ist und ich den Volley gespielt habe, um diesen Ball umlaufen. Und ich war echt... Ich konnte es nicht glauben, dass der jetzt eine Vorhand spielt aus dieser Position. Also da waren schon so Sequenzen dabei, wo ich mir gedacht habe, das ist ein Ausnahmeathlet. Und das war dann auch cool beim Shake Hand. Ich meine, ich habe zwar verloren, aber er kam dann her und hat dann gesagt, Kongress, gut Match. Und ich dachte, oh, Rafa. So wie man ihn kennt, ja. Ja, genau. Sprechen wir noch über ein anderes Thema. Da haben wir auch ein Zitat von dir vorbereitet, das du 2019, glaube ich, gesagt hast, da geht es um Wetten im Tennissport. Du hast ja gesagt, auch du, bei dir wurde mal etwas angeboten, also ich lese es gerade vor, mir wurden 15.000 € geboten, wenn ich das Erstrunden-Match, in dem ich Außenseiter war, verliere. Ich war richtig geschockt, habe nur gesagt, er soll mich nie wieder anrufen und habe aufgelegt. Das war in Helsinki, ein Challenger-Turnier, glaube ich. Ist das später nie wieder vorgekommen, so etwas? Nee, es war... Ich glaube, es war 2007. Ich glaube, ja. Ich weiß noch, ich habe mich damals qualifiziert beim Challenger. Es war am Ende vom Jahr ein richtig großes Challenger, ich glaube 125, also so mit über 100.000 € Preisgeld. Und ich habe dann, ich glaube, ich war so 400 im Ranking und habe dann gegen den Lukas Kubert gespielt in der ersten Runde. Der war so 150, also ich war Außenseiter. Und am Abend vor dem Match habe ich einen Anruf im Zimmer bekommen, ob ich eben Geld verdienen möchte. Und ich war zuerst komplett neben der Spur, habe nicht gecheckt, um was es jetzt geht. Und dann hat er mir erklärt, ja, wenn ich das Match morgen verliere, kann ich... Er hat zu mir gesagt, also das jetzt im Interview ist nicht genannt, das stimmt jetzt nicht genau, es waren $13.000, hat man mir damals angeboten. Und ich habe dann, als ich dann gemerkt habe, um was es geht, habe ich dann wirklich gesagt, na, sicherlich nicht und... Don't ever call me again, und habe aufgelegt und war aber schon irgendwo erstaunt, dass man mich da selbst im Zimmer erreicht hat. Und wie es dann so kommen sollte, habe ich dann das Match am nächsten Tag 7-5 im dritten Satz verloren und ich war 7-5-5-4 vorne und war da 2 Punkte vom Matchgewinn entfernt und habe dann das Match verloren und habe mir gedacht, wenn ich jetzt nicht so ein korrekter Typ wäre, dann wäre ich jetzt mit $13.500 heimgefahren. Jetzt fahre ich mit 500 € heim, also mit Spesen halt wahrscheinlich minus. Aber es war natürlich sicher das Richtige. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt, also bei mir hat da Geld überhaupt keine Rolle gespielt. Also ich wollte da einfach nur hochkommen und ich habe da auch nicht ans Geld verdienen gedacht. Aber ist das ein Thema in der Tennisszene, über das man häufiger spricht? So prinzipiell, es wäre ja sehr einfach im Tennis mit Wetten Geld zu verdienen. Sie haben auch... 2008 dann die Tennis Integrity Unit eingeführt. Es war auch dann so, das ist angesprochene Interview, das ist letztes Jahr rausgekommen, da hat man mich angerufen und da hat sich ein Journalist erinnert, dass ich mal die Geschichte beim Davis Cup erzählt habe und ich habe sie ihm dann nochmal erzählt und ich habe dann, die Tennis Integrity Unit hat dann nach diesem Artikel mit mir Kontakt aufgenommen und hat dann mich gefragt, was das soll. So quasi, ich hab ein Angebot bekommen und habe das nie gemeldet. Und mein Glück, oder halt damals hat es die Tennis Integrity Unit nicht gegeben, jetzt macht man sich strafbar, wenn man kontaktiert wird von der Wettmafia und man meldet es nicht, dann ist man genauso strafbar, dann wird man genauso gesperrt. War ein bisschen unglücklich natürlich, aber ich habe auch seither nie, ist man mich angegangen, das ist natürlich im Doppel auch nicht so gang und gäbe, schätze ich mal. Brauchst schon 2 dafür. Da brauchst 2 dafür, ja. Und die Tennis Integrity Unit, die überwachen ja wirklich alles. Also das ist jetzt auch, glaube ich, nicht so leicht. Ich glaube, früher war das viel einfacher. Und das war auch sicher eine Lücke, eine Nische, wo dann ein paar Kriminelle profitiert haben. Aber ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr schwierig mittlerweile. Vielleicht so, wir kommen Richtung Ende. Wir lassen einfach mal deiner Kreativität freien Lauf. Was würdest du am Tennis ändern, wenn es wenn du jetzt Chef der ATP wärst? Was ich ändern würde, wäre, dass ich das Ganze ein bisschen mehr in die Breite verlege. Also ich finde, dass, weil man hört ja oft die Tennisspieler, wenn man die Forbes-Liste anschaut, der reichste Sportler der Welt ist Roger Federer mit 106 Millionen im Jahresgehalt. Das ist halt so im Tennis. Die Top 10, die verdienen außergewöhnlich und dann fällt es relativ schnell sehr rasch. Und wir haben jetzt, würde ich sagen, so 150 Einzelspieler, die gut davon leben können und vielleicht im Doppel 50, wenn überhaupt. Also ich bin da, glaube ich, schon an der Grenze. Also reich werde ich sicherlich nicht. Ich glaube, die Zahlen müsste man erweitern. Da müssen mehr, das ist eine Weltsportart, da gehören einfach mehr Jobs dazu. Also da müssen mehr Spieler rein in diese Zahl. Also wenn man das jetzt mit anderen Sportarten vergleicht, ich glaube, gerade auch aktuell, wenn man jetzt den Rossi hernimmt, der in die NHL kommt, ich glaube, so wie der verdient, verdienen keine 100 Tennisspieler auf der Welt. Und Tennis ist wahrscheinlich doch noch größer wie Eishockey, aber die NHL macht halt einen besseren Job, vielleicht auch einfacher, weil die nur in einem Land stattfinden. Aber ich glaube, Tennis müsste in der Vermarktung schon ein bisschen schauen, dass es mehr Jobs gibt, dass es mehr Spieler gibt, weil dann wird auch das Niveau von unten her besser. Ein bisschen eine gerechtere Verteilung der Preisgelder. Du hast angesprochen, du hast 11 Doppeltitel gewonnen. Was war vielleicht so deine kurioseste oder beste Trophäe, die du bekommen hast? Das war 2018 in New York, das 250er im Februar, die New York Open, also jetzt nicht zu verwechseln mit den US Open. Da haben wir am Platz, habe ich mit dem Max Mirnyi das Turnier gewonnen und dann haben wir beide ein Bild bekommen, so ein riesen 1 Meter mal 2 Meter, würde ich sagen, oder vielleicht 1,5 Meter mal 1 Meter. Und es war so ein Aquarell und es war so verschwommen und irgendwie habe ich das Bild angeschaut und habe mir gedacht, ja okay, sind 2 Tennisspieler oben verschwommen und das hat man mir auch dann nach Hause geschickt. Ich habe dann auch ziemlich viel Zoll bezahlt für das Bild, aber es war mir halt, hat mir halt ideellen Bedeutung, also ich wollte es halt unbedingt. Meine Frau hat eh schon zu mir gesagt, du spinnst ja 250 Euro für den Schatz da. Und ich habe es mir dann genauer angeschaut und dann irgendwann habe ich festgestellt, es sind eigentlich die Bryans, also es sind nicht Max Mirnyi und ich, sondern der Künstler hat vor dem Turnier sich die Liste angeschaut und damals haben die Bryans mitgespielt, die waren 1 in der Welt oder halt 1 gesetzt. Und der hat einfach die Bryans da so ein bisschen verschwommen hingemalt und jetzt hängen halt die Bryans irgendwo. Du hast es nicht weitergeschickt an die Bryans? Nein, habe ich nicht. Es hängt sogar im Vorarlberger Tennisverband. Also ich habe nicht das grüne Licht von meiner Frau bekommen und wir hatten auch nicht den Platz für das Bild, aber es hängt jetzt in der Messehalle in Dormien. Gibt es einen Spieler, oder diese Frage behalten wir uns zurück, wir haben einen kleinen Einspieler vorbereitet, das war kein Preis, den du gewonnen hast, aber du hast ihn dir anschauen dürfen. Ja, wir sind da jetzt in Gstaad zu Besuch bei der Antonia. Ich habe letzte Woche mit dem Robin Hase Doppel gespielt in Umag. Der Robin hat Finale gespielt hier und er hat sich beschwert, glaube ich, dass der Roger eine Kuh bekommen hat und dann hat man ihm die Antonia hingestellt. Und er war dann schon zufrieden. Ich muss ihm versprechen, wenn ich nach Gstaad komme, dass ich seine Ziege da, die Antonia, besuche und sie ein bisschen streichel. Und ja, das machen wir jetzt gerade. Wir verstehen uns gut, wir haben, ich glaube, er ruft jetzt eh gerade an. Robin! Wie geil! Schau mal! Schau mal, wo ich stehe! Warte, ich lass die mal mit Antonia reden. Antonia, schau! Yeah, she looks healthy, she's happy, and I kept my promise. Ja, Robin, viel Glück fürs Finale morgen. Danke, ja auch. Wir sehen uns. Ciao. Ja, das war die Antonia. Kannst du dich noch an sie erinnern? Ja, das war im Gstaad letztes Jahr. Ich sehe schon vorgekommen jetzt in der Einspielung, dass ich habe mit Robin Umag gewonnen. Und ich war dann am Weg nach Gstaad, oder nach Umag hat er zu mir gesagt, grüß mir den Antonen. Also, wer ist der Antonen? Da habe ich gedacht, ein Mädel oder was? Und er hat gesagt, nein, das ist seine Ziege im Gstaad. Und er hat gesagt, du musst mir versprechen, dass du sie anschaust, also, dass du sie besuchen gehst. Und das habe ich dann auch gemacht. Also die Pflicht erfüllt, also du hast noch keine Ziege bekommen oder eine Kuh wie Roger Federer? Nein, nein. Ich meine, Robin hat auch ich glaube, das Einzel zweimal gewonnen in Gstaad, also den kennt man dort. Ja. Und darum hat er eine Ziege. Ja, vielleicht als allerletztes noch, gibt es so ein Spiel, das du am liebsten zurückdenkst? Das muss auch nicht zwingend ein Sieg sein, aber das dir so sehr im Gedächtnis geblieben ist? Mit Julian Knowle in Wimbledon, das war 2017. Da waren wir beide irgendwie partnerlos zu der Zeit. Ich glaube, ich war so 70 im Ranking, er 90. Wir hatten beide so eine schwierige Phase gerade. Und wir haben uns dann irgendwie für Wimbledon getroffen, sozusagen. Es war auch so, dass ich wahrscheinlich einen anderen auch finden hätte können fürs Hauptbewerb. Er mit seinem Ranking hatte eher Probleme und wir haben uns dann gesagt, komm, lass uns zusammenspielen. Ich glaube, wir haben geglaubt, wir können gut zusammenspielen. Und wenn es auch nicht klappt, dann gehen wir auch in die Quali. Sind dann als letztes Team ins Hauptfeld gekommen und haben dann gegen Leander Paes und Adil Shamastin gespielt und waren dann, also ich muss sagen, ich war da nervös in dem Match. Der Julian hat ganz gut gespielt, ich habe nicht so gut gespielt, wie ich spielen kann. Wir haben dann auch die ersten zwei Sätze verloren, 6-4 und 6-4, glaube ich. Und wir hatten aber trotzdem Spaß und ich hatte immer Spaß mit Julian am Court und er hat es dann geschafft, mich aus meinem kleinen Loch rauszuholen und wir haben das Match dann noch nach 4,5 Stunden in 5 Sätzen, glaube ich 10-8 im 5. oder so gewonnen. Das war schon ein cooler Moment und wir sind dann auch in der Woche, hat mich dann der Julian auf ein U2-Konzert eingeladen in London, sind wir in Twickenham Stadion, waren wir U2-Konzert und das war auch so ein bisschen die Krönung für die Woche. Also das Match und das Konzert, so, da blicke ich gern zurück. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort des U2-Konzert. Danke, Philipp, dass du bei uns warst. Wir sind aber auch noch nicht ganz fertig. Nach dem Tennis kommen wir auch zum Fußball noch kurz. Am Wochenende war eine Runde der 2. Liga. Es musste nur ein Spiel abgesagt werden, Kapfenberg gegen Austria Lustenau. Alle anderen konnten durchgeführt werden. Wir haben für Sie die allerbesten Tore dieser Runde gesammelt. Wenn Sie jetzt Lust auf mehr bekommen haben, alle Highlights der Spiele gibt es auf K19 online unter k19.at oder im Fernsehen auf Magenta oder A1. Doch auch Live-Sport gibt es bald wieder auf K19. Am Mittwoch übertragen wir ab 14 Uhr den Teufelstalk mit Michi Knaut. Bei ihm dreht sich dann alles um die Nationalspieler, die wieder zurückkommen vom Nationalteam. Und um 19 Uhr begrüßt Thomas Ammann in der Winterarena, oder begrüßt Sie Thomas Ammann zur Winterarena. Es geht dann um den nordischen Skisport. Und ein Live-Spiel haben wir am Samstag für Sie mit dem Alpler HC Hart gegen West-Wien. Und nächste Woche am Montag geht es dann wieder weiter mit dem SportClub. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Bis bald. K19 ist ein Fernsehsender der besonderen Art. Das Motto lautet, alles unter einem Dach. Wir produzieren 100 Live-Übertragungen im Jahr. Wir beliefern 3 Millionen User über Social-Media-Kanäle. K19 sieht man in Österreich in 1 Million Fernsehhaushalten via Magenta und A1. K19 macht Lust auf Sport, Tourismus und mehr. Und das am besten live. K19 mit dem Motto, alles unter einem Dach.